Wir haben uns hier hingesetzt an unsere Bruno-Tür, um diese Aussicht hier zu genießen. Und was macht unser Hund? Muss sich hier dazu quetschen. Okay, Bonnie. Wir waren 3 Nächte im Nationalpark und haben da das Spektakel der Heißluftballons von unten verfolgt. Standen zusammen mit Erich, Lisa, Hannes und Christina und hatten eine super coole Zeit mit den Vieren. Mit unseren 3 Fahrzeugen sind wir da von Platz zu Platz gewechselt, dass wir immer eine andere Aussicht haben. Am ersten Tag war wirklich mega das Spektakel mit haufenweise anderen Touris an dem Stellplatz. Da war wirklich die Hölle los mit Reisebussen und Fotoshooting und Musikbox und allem drum und dran. Das war natürlich mal was eine andere Erfahrung. Und die 2 anderen Plätzchen, die wir hatten, da waren wir dann wirklich aber alleine und konnten den Sonnenaufgang jeweils dann super genießen. Und es war wirklich wunderschön, den haufenweise Ballons beim Steigen zuzuschauen. Und ja, beim ersten Platz war es auch so, dass teilweise Ballons bei uns kurz gelandet sind und wieder los oder auch hinter uns gestartet sind. Das heißt, es war mördermäßig laut mit den Gasanlagen und den Belüftungen, um den Luftballon aufzupusten. Luftballon, sag ich schon. Heiß Luftballon. Und die Bonnie fand es ganz schrecklich. Die hat sich dann sogar vorne unter den Beifahrersitz quasi, ist sie von hinten nach vorne gekrabbelt. So Angst hatte die. Ich habe sie erst nicht gefunden. also der erste Platz war ein bisschen stressig, aber auch natürlich hautnah dabei quasi. Ja, und dann haben wir da eine schöne Zeit mit den Vieren verbracht und hier und da mal einen kleinen Ausflug gemacht, so durch das Tal spaziert, durch die bizarrsten Felsformationen, die es da halt gibt. Also wirklich wunderschön auch das Tal an und für sich, nicht nur wegen der Heißluftballons. Und in der letzten Nacht, da sind dann die drei Mädels und der Hannes, so rum, sind aufgebrochen. Um 3:20 Uhr hat der Wecker geklingelt und wir sind dann los. Wir mussten um 4 Uhr am Treffpunkt sein, sind dann da mit einem Sprinter abgeholt worden und zu dem Startplatz gefahren von unserem Heißluftballon. Natürlich sind da um die 100 Heißluftballons am Morgen dann unterwegs. Das heißt, da starteten auch mehrere um uns rum. Und es war ein wunderschönes Erlebnis, weil es hat sich angefühlt wie schwerelos. Man war zwischen all den Heißluftballons, hatte unter sich welche, über sich welche. Und eben diese wunderschöne Landschaft und der tolle Sonnenaufgang war wirklich ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Ja, der Erich und ich sind auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Wir hatten da einfach ein bisschen, also wir sind beide so Höhenangsttypen und dann haben wir uns da dagegen entschieden. Aber scheinbar hätte es auch gut geklappt. Ja, dadurch, dass es halt so super, es war halt eine ganz ruhige Fahrt. Also da war nichts mit Geschaukel oder sonst was. Und man hat auch gar nicht richtig gespürt, wenn man abgesunken ist oder hochgestiegen. Also es war wirklich toll. Ja, und dann kam dann gestern der Tag, an dem wir uns jetzt echt mal verabschiedet haben von den 4. Wir hatten ja zwischenzeitlich uns schon mal verabschiedet, aber uns dann doch wieder getroffen hier unterwegs, weil wir irgendwie doch nochmal das gleiche Tempo hatten. Jetzt allerdings sind wir nochmal abgebogen, Inga und ich. Und die anderen 4 fahren jetzt relativ straight nach Georgien durch. Dementsprechend hat sich jetzt halt da dann so die Wege getrennt, weil wir fahren jetzt Richtung Südosten. Die anderen Richtung Nordosten. Genau. Und wir sind gestern den weiten Weg in den Aladagla Nationalpark gefahren und sind da eine wunderbare Schotterpiste den Berg hochgekrochen mit Bruno. War wirklich toll, weil er endlich mal sein Allradwesen ein bisschen zum Einsatz kommen kann, ohne dass es aber gleich zu schwer wird. Ja. Also es war anstrengend zwar für alle da drin zu sitzen, aber weil es sich lange gezogen hat, die Piste, und quasi so eine Art Schotterfeldweg, wie das jetzt hier auch ist. Und wir stehen jetzt hier aber wunderschön zwischen den Felsen, zwischen den Bergen.
Auf 1500 Metern, 600 Metern. Genau, wir sind auf 1600 Metern, haben wir jetzt geschlafen. Und um uns rum sind einige 3000er, 3500er sogar. Und heute Morgen, wir schnaufen uns schon hier den Berg hoch, laufen wir jetzt eine kleine Runde mit der Bonnie und machen eine kurze Wanderung. Spaziergang, ja, weniger Wanderung als Spaziergang. Und dann fahren wir weiter Richtung Adana. Bonnie läuft jetzt über Brücken. Wir fahren doch lieber außen rum, oder? Die andere Strecke. Wieso? Na, wenn der Weg so ist, weiß ich nicht, ob der nicht irgendwann unpassierbar wird. So wie er sich da auch durchschlängelt. Ja, okay. Oder? Mhm. Also, und ich glaube vor allem nicht, dass man dann
die Schnelligkeit auch haben, die der jetzt behauptet. Also das ist halt so. Ah! Adana! Wir wollen nach Adana rüberfahren. Adana! Yes, Adana! Two hours. Adana. Adana. 1 hour, Adana. So 3 in total? Yes. Okay, 2 Stunden fährt man nach Alada. Ja. Alada? Ha? Okay. Ha? Patom, yol gidet weiter. Ja, und dann immer weiter. Ja, so muss man einfach machen. Das ist, und hier? Nicht? Yes. Bura karışık. Buradan gittim. Bura... Rot. Beautiful Rot. Ah, die schöne Route. Ah. Okay. So, the first bridge normal. Here. Yes. Just here.